Sing, wenn ich tot bin, Liebste, kein Trauerlied für mich. Pflanz keine Rosen auf meinem Grab und auch Zypressen nicht. Nur grünes Gras, es werde bei Tau und Regen dicht. Vielleicht willst du gedenken, vielleicht vergisst du mich. Ich seh nicht mehr den Schatten, ich spür den Regen nicht. Das Klagelied der Nachtigall, er klingt nicht mehr für mich. Beim Träumen tief im Dämmern, gleich fern von Nacht und Licht, kann ich vielleicht gedenken, vielleicht vergesse ich dich. Warum glauben Sie, dass Sie sterben müssen? Ich bin doch längst tot. Sie sind was? Tot. 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 Warum wiederholen Sie das fortlaufend? Sing, wenn ich tot bin, Liebste, kein Trauerlied für mich. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht mit mir reden. Vater. Was ist mit Ihrem Vater? Vater, es tut mir leid. Ich habe es nicht verstanden. So lange habe ich es nicht verstanden. Was haben Sie nicht verstanden? Ich
Spüren Sie den Hauch, der die Vorhänge zum Schweben bringt? Und sehen Sie das Licht, das durch die hohen Fenster scheint? Ja, Laura, das tue ich. Erzählen Sie mir, was Sie sehen. Ich liege in meinem Zimmer und neben mir ein Buch. Mir scheint, als sei ich beim Lesen eingeschlafen. Wer war dieses Mädchen? Wo kam sie her? Das wusste ich damals noch nicht. Sie reden von einem Traum. Was hätte ich dafür gegeben, wenn es so gewesen wäre? Träume können sich manchmal sehr real anfühlen, Laura. Was ist Traum? Was ist Realität? Vermögen Sie, den Unterschied zu benennen? Das hier, diese Zelle. Laura, Sie und ich, das ist die Realität. Sind Sie sich da sicher? Sehr sicher. Zu lange habe ich geglaubt, zu wissen, was Traum, was Realität ist. Bis? Bis Camilla vor mir stand. Miss Reinfield, Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich auf Sie gefreut habe. Warum waren Sie entsetzt? Sie war das Mädchen aus meinem Traum. Wie hätten Sie sich gefühlt? Laura, wie kommen Sie an diesen Brief? Sie dürfen in diesem Raum nicht... Lesen Sie. Ehrenwerter Sir Richard, ich bedauere, dass ich aufgrund wichtiger Dinge, die ich für unser Land auf dem Kontinent zu erledigen habe, nicht in der Lage bin, selbst zu Ihnen zu reisen.
Ich hoffe, dass Sie mir dennoch einen Wunsch erfüllen können, meinen allerliebsten Schatz, meine Camilla, eine Zeit bei sich aufzunehmen und sich ein wenig um sie zu kümmern. Ihre Tochter Laura müsste im gleichen Alter sein wie meine Rose und ich würde mich freuen, wenn die beiden in Zukunft als Freundinnen miteinander verbunden wären. Seit dem plötzlichen Tode meiner Frau ist Camilla mein Ein und Alles. Bitte behüten Sie sie gut. Ihr Lord George of Chichester. Ein unverfänglich wie auch nachvollziehbares Schreiben. Camilla kann nicht das Mädchen aus ihrem Traum gewesen sein. Genau das hat sie auch behauptet. Oh, es ist so wunderschön hier, Laura. Bei uns in London steht das Haus nur wenige Yards entfernt von einem Friedhof. Ständig trägt der Wind die Klagen der Trauernden in unseren Garten, in unser Haus. Und die Luft ist furchtbar schlecht. Aber hier ist es so friedlich, so still und so wunderschön. Was ist los mit dir? Was hast du an jenem Tag in meinem Zimmer gewollt? Wovon sprichst du? Du warst dort, in meinem Zimmer, hast mich... Welch blühende Fantasie du doch hast. Ich kann dir versichern, wir haben uns noch nie zuvor gesehen. Ich bin mir sicher. Hör auf, so ein Trübsal zu blasen. Lass uns das schöne Wetter genießen und gemeinsam im Park spazieren gehen. Sie müssen essen, Laura. So fern und doch so nah. Was meinen Sie? Es dauerte eine Weile, aber ich begann sie zu mögen. Ich kann Ihr Verhalten nicht länger tolerieren. Sollte das noch einmal passieren, werde ich entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen. Ich begann mich in ihrer Gegenwart wohlzufühlen. Ja, regelrecht ihre Nähe zu suchen. Ich mochte ihr herzerfrischendes Wesen. Ihre Art. Sie war so hübsch. Was für ein hübscher Junge. Ich spüre, dass er dir gefällt. Ich... Oh nein, wie niedlich du bist.
Du bist ja in ihn verliebt. Er... Das ist nicht wahr. Außerdem ist er gar nicht von meinem Stande. Er hat mir nicht zugefallen. Beschleunigter Atem, erweiterte Pupillen. Oh doch, du willst ihn. Ich will ihn? Oh ja. Du willst, dass er dich zu Boden wirft und... Hör auf! Du bist definitiv unanständig. Ich weiß. Entschuldige. Außerdem wüsste ich gar nicht, wie ich so etwas anstellen sollte. Ich bin so unerfahren. Er würdigt mich nicht mal eines Blickes. Das könnte daran liegen, dass er dich nicht sieht. Selbst wenn. Hättest du gerne Macht über ihn? Was meinst du? Dass er alles tut, was du von ihm verlangst? Wie soll das denn gehen? Dass du ihm befiehlst, dich zu Boden zu werfen? Ja. Und unaussprechliche Akte der Leidenschaft mit dir zu vollführen? Sie war so anders. So ungestüm, so selbstbewusst, so verlockend. Der Junge. Erzählen Sie mir von dem Jungen. Sean? Ich kannte ihn, seit er klein war. Er war der Sohn unseres Stallmeisters. War bei uns aufgewachsen. Ich hatte ihn schon immer gemocht. Was ist mit ihm passiert? Lass ihn uns verführen. Camilla, was redest du da? Wenn er dich packt und ins Stroh wirft? Camilla! Dich küsst und seine Hand langsam unter deinen Unterrock schiebt? Camilla! Hör auf, so zu reden! Als wenn du noch nie davon geträumt hättest. Geträumt? Vielleicht. Aber ich würde es nie wagen, es je auszusprechen. Aussprechen? Lass es uns tun! Aber das darf ich nicht. Es würde jedwede Regel verletzen, zu der ich des Standes wegen verpflichtet bin. Sind es nicht gerade die verbotenen Dinge, die uns am verlockendsten scheinen? Du fantasierst. Ich weiß, dass du es willst. Schon lange. Kurze Zeit später konnte ich mit ansehen, wie Camilla ihren Worten Taten folgen ließ. Ohne Scheu sprach sie ihn an, und ihre sanften Berührungen schienen ihn augenblicklich zu verzaubern. Du vor? Eine kleine Überraschung für dich. Vater hat mir verboten, die alten Wehrgänge zu betreten. Sie sind gefährlich. Sie könnten jeden Moment einstürzen. Und du bist eine folgsame Tochter und tust alles, was dein Vater dir sagt. Das tue ich nicht.
Dann komm und folge mir. Blut. Es war Blut. Sie wollen behaupten, sie hätte ihn verletzt. Nicht verletzt. Sie hat sein Blut gekostet. Reden Sie doch keinen Unsinn. Erst sein Blut. Dann seine Seele. Halte mich nicht für grausam, weil ich so handle, wie die Stärken und Schwächen meiner Natur es vorschreiben. Oh, was bist du nur für ein verletzlich süßes Ding? Wo bin ich? Im Bethlehem Royal Hospital, Laura. Das wissen Sie doch. Was ist mit Ihnen? Reden Sie mit mir. Laura! So können wir nicht weiter gemeinsam arbeiten. Was sehen Sie, Laura? So unglaublich schön. Oh nein, bitte verlass mich nicht. Ich brauche dich. Wen brauchen Sie? Lass mich, du Hure! Du bist schuld, dass sie fort ist. Werther? Werther! Fixieren Sie sie. Ich werde gleich zurück sein. Fixieren Sie Ihren Kopf. Es
wird Zeit, dass wir die medikamentöse Behandlung beginnen. Halten Sie still, sonst verlieren Sie Ihr Augenlicht. Eine Injektion neben dem rechten Auge in den präfrontalen Kortex. Mein sanftes Herz verwundet ist, blutet mein wildes Herz mit ihm. Deinem warmen Leben. Und du wirst in mein Leben hineinsterben. Zu sterben, wie zwei Liebende. Miteinander sterben, um danach miteinander leben zu dürfen. So wie ich dir heute nah bin, wirst du eines Tages anderen nah sein und die Wonne dieser Grausamkeit, die nichts als Liebe ist, kennenlernen. Vertraue mir mit der ganzen Kraft deiner Liebe. Was denken Sie in diesem Moment? Obwohl ich mich in Ihrer Gesellschaft sehr wohl fühlte, war da etwas Unerklärliches. Etwas Unheimliches, etwas Kaltes. Ich erinnere mich an einen Tag, da suchte ich Ruhe und Erholung auf dem örtlichen Friedhof. Einem Ort, den ich in den letzten Jahren so lieb gewonnen hatte. Ich lauschte dem Rascheln der Blätter im Wind. Und dem anmutigen Gesang der Vögel.
Ist da jemand? Wo sind Sie? Zeigen Sie sich. Ich hab dich gar nicht kommen hören. Was ist mit dir? Du scheinst verwirrt. Ich habe eine Stimme gehört. Was gehst du auch an diesen schäbigen Ort? Ich bin oft hier. Die Stimme hörte ich jedoch noch nie. Kein Wunder, dass du Stimmen hörst bei all den Toten und ihren Wehklagen, die dich hier umgeben. Das ist kein Ort für ein so junges und hübsches Mädchen wie dich. Nein. Ich mag ihre Nähe. Geben Sie uns doch Gewissheit. Gewissheit? Gewissheit. Wer wir sind, was wir waren und was wir sein werden. Die einzige Gewissheit, die ich hier spüre, ist, dass alle tot sind. Wie in ferner Zukunft auch du und ich. Ach, lass diese Schwermut dein Herz nicht belasten. Es ist keine Schwermut. Es ist unsere Bestimmung. Nicht meine und auch nicht deine. Was meinst du? Fragen über Fragen. Lass uns das Leben genießen. Der Tod ist nicht mehr als ein entfernter Verwandter. Fern. So fern. Was liest du? Geschichte. Familiengeschichte. Deine Familienchronik. Gib mir das. Wieso tust du das? Belaste dich nicht mit so fürchterlich trockenem Lesestoff. Camilla, wer bist du? Das weißt du doch. In dem Buch findest du keinerlei Erwähnung. Dann ist es eben zu alt. Der Autor hat es vor 2 Jahren vollendet. Irgendwann werde ich dir alles erzählen. Nun lass uns diesen unbehaglichen Ort verlassen. Camilla? Los, wer als Erster am Tor ist. Weder mit Vorwürfen noch mit Zärtlichkeiten war ihr beizukommen. Und dennoch, wenn sie mir auswich, tat sie es mit so viel Sanftmut und leisem Tadel, dass ich es nicht übers Herz brachte, ihr lange zu grollen. Hat sie Ihnen je geantwortet? Nie. Immer wenn ich versuchte, etwas in Erfahrung zu bringen, schlossen sich ihre bebenden Arme stets fester um mich. Und ihre warmen Lippen küssten sanft die meinen. Ihre Empfindungen waren mir ebenso unverständlich wie ihre Worte. Ihr Flüstern klang mir wie ein Wiegenlied, lähmte jeden Widerstandswillen und versetzte mich in einen tranceähnlichen Zustand, aus dem ich erst wieder erwachte, wenn sie ihre Arme sinken ließ. Ich habe eine Bitte. Ja, Laura? Bitte sagen Sie mir, ob Nacht oder Tag ist.
Das Licht. Dauernd brennt es. Nie weiß ich, wann ich bin. Es dient ihrer Genesung. Das macht mich noch wahnsinnig. Laura, Sie sind wahnsinnig. Sein. Tue mit ihm, was immer dir gefällt. Sie das? Ich bemerkte die Veränderung um mich herum in keinster Weise. Veränderung? Es war wie eine Seuche. Eine hoch ansteckende, tödliche Krankheit. Der erste, den es traf, war Sean. Was ist geschehen, dass du so traurig bist? Mein liebster Sean. Er litt an einem kurzen, heftigen Nervenfieber und verstarb gestern Nacht. Morgen wird dies hier seine letzte Ruhestatt neben seinen Ahnen. Oh, das tut mir leid. Wie grausam. Mein Vater berichtete mir, dass der Dorfarzt das Gleiche noch nie erlebt hat. Und er hat schon viele seltsame und tückische Krankheiten in seinem Leben gesehen. Wie zerbrechlich diese Sterblichen noch sind. Was sprichst du? Wir sollten uns mit unseresgleichen umgeben. Unseresgleichen? Ihresgleichen? In jenem Moment war auch mir nicht klar, was dies zu bedeuten hatte. Damen und Herren Ihres Standes. Das traf auf den Jüngling offensichtlich nicht zu. Nein, sie sprach von Wesen ihrer Natur. Ihrer Unnatur. Was reden Sie? Unnatur? Dem Bösen. Thank you.
Reinfield? Warum hast du nicht um Hilfe gerufen? Warum sollte ich dies tun? Du solltest so laut um Hilfe rufen, so laut du kannst. Und renne, renne, soweit es geht. Und wenn ich gar nicht rennen will? Das Böse scheint für manche eine große Verlockung zu sein. Sind Sie jener Verlockung erlegen? Ich bin das Böse. Was meinst du? Heute Nacht werde ich dir ein Geschenk machen. Böse. Heute kannst du mir deine Liebe und Zuneigung beweisen. Aber dies muss ich doch nicht beweisen. Ich bin aufrichtig und von ganzem Herzen dein. Zeige es mir. Zeige mir, dass deine Worte keine leeren Hülsen sind. Was soll ich tun? Sieh zu und verstehe. Sag es ihr, kleines Mädchen. Du bist aus freien Stücken hier. Niemand hat dich verhext oder gezwungen, mit mir zu kommen. Freiwillig, Miss Reinfield. Dieses mutige, hübsche Ding wird die erste sein. Die erste? Die erste, die uns, die dir dienen wird, für alle Ewigkeit. Werde. Kein Leid wird dir geschehen. Ich mache dich zu einem Geschöpf der Nacht,
hast den Tod für immer besiegt. Machen, dass die Legenden wahr sind? Die Legenden vom Volk der Nacht? Es sind keine Legenden. Aberglaube. Das nennen Sie Aberglaube? Unmöglich. Nur ein Schnitt. Nein. Die schreckliche Wahrheit. Schon wieder vergeudest du deine Zeit an alte, staubige Bücher. Du bist nicht die Tochter von Lord of Chichester. Wer bist du? Werde ich so enden wie Viola? Niemals. Du wirst meine Gefährtin sein. Dem armen Ding nahm ich sein ganzes Blut. Du weißt, das tat ich mit dir nicht. Wenn es so weit ist, werden wir uns vereinen. Im Leben und im Tod. Wir werden unsere Seelen und unser Blut für immer teilen. Du wirst so sein wie ich. Und wenn ich das nicht will? Das wirst du. Sie müssen essen, Miss Laura. Blut. Laura, Blut! Notfall in Zelle 4! Bist du bereit? Bereit? Wozu? Den nächsten Schritt zu gehen? Ja, das bin ich. Vereine dich mit mir. Wie, meine Liebste? Es muss dein sehnlichster Wunsch sein.
Camilla widmete sich mir noch zärtlicher als zuvor und ließ mich immer öfter jene schmachtende Anbetung spüren, die mir so paradox erschien. Die Glut ihrer Blicke wurden umso verzehrender, je mehr meine körperlichen und seelischen Kräfte verschwanden. Diese Blicke schockierten mich immer von Neuem. Sie waren wie das momentane Aufflackern des Wahnsinns. Ich ahnte nicht, dass ich mich bereits in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium befand und dass mein Leiden das Seltsamste war, das den Menschen befallen kann. Ich fühle mich so krank. Es kann ein vorübergehendes Fieber hervorrufen. Die frühen Symptome hatten mich unerklärlicherweise so fasziniert, dass ich die später einsetzende, lähmende Wirkung nur zu gerne in Kauf nahm. Was passiert mit mir? Ich fühle mich so erschöpft und spüre eine lastende Müdigkeit. Manchmal war mir, als küsste mich ein warmer Mund, immer länger und zärtlicher, je näher er meiner Kehle kam. Er dann jedes Mal verharrte. Mein Herz schlug schneller, ich atmete immer rascher und tiefer. Dann überkam mich ein Schluchzen, das mir langsam den Atem abschnürte, bis mich schließlich ein schrecklicher Krampf schüttelte und ich das Bewusstsein verlor. Wissen Sie, was eine Lobotomie ist? Wir könnten Ihnen diese grausamen Erinnerungen nehmen. Außerdem würde so etwas wie gestern nicht noch einmal passieren. Nicht die Erinnerungen quälen mich. Es sind die Gedanken an die Zukunft. Sie wären nicht mehr die Laura, die Sie jetzt noch sind. Sie wären wieder glücklich, wieder frei. Sie wäre am Ziel. Ziel? Sie müssen mir helfen. Aber genau das habe ich vor. Sie verstehen nicht. Was verstehe ich nicht? Ich muss es beenden. Was beenden? Camilla. So schwach. Ich weiß, was dir fehlt. Verdient. Tötest wen und wann du willst. Schwingst dich auf zur Herrin über Leben und Tod. Aber Laura, ich tue das alles nur für dich. Nur für dich. Wann bin ich an der Reihe? Wann bist du meiner überdrüssig und tötest mich? Nur für dich.
Was ist passiert? Ich... Warum bleiben Sie dort an der Treppe? Ich habe eine schreckliche Nachricht zu überbringen. Und sind Sie sich nicht sicher, ob ich mich beherrschen kann? Möglich. Ja, Herr Vater. Er ist unerwartet verstorben. Das klingt wie eine Feststellung. Ein plötzliches Nervenfieber. Ja. Nach nur wenigen Tagen der Tod. Einhergehend mit starkem Blutverlust. Laura, woher? Er wird nicht der Letzte sein, wenn ich es nicht beende. Du wolltest mich sprechen? Was ist das für ein Brief? Dr. Spielsberg hat ihn mir bringen lassen, auf meinen Wunsch. Er listet alle ungewöhnlichen Todesfälle auf, seit dem Tag, seitdem du hier bist. Elende Schwächlinge. So viele unschuldige Leben. Du hast recht. Was interessieren sie uns? Sei gewiss, solltest du mich betrügen, mich hintergehen oder sogar meine Existenz gefährden. Oh, wieso sagst du so grausame Dinge? Das würde mir doch nicht in den Sinn kommen. Ich würde dafür sorgen, dass man dich wegsperrt, für alle Ewigkeit, bis du in einem dreckigen Loch elendig krepierst. Aber wieso solltest du das tun? Ich liebe dich. Natürlich tust du das. Welche Hilfe? Sie sprachen davon, was man bald mit mir machen wird. Die Operation. Die Verstümmelung meiner Seele. Es ist nur zu Ihrem Besten. Sie sind fest davon überzeugt, dass ich verrückt bin. Ja, das bin ich. Und all meine Erinnerungen? Ausgeburten ihrer krankhaften Fantasie. Zeit verschwendet. Welche Hilfe erwarten Sie?
will eine Entscheidung treffen dürfen. Welche Entscheidung? Geben Sie mir ein Stück Papier und Ihren Stift. Sind Sie sicher? Ja, das bin ich. Solltest du mich betrügen, mich hintergehen oder sogar meine Existenz gefährden, ich würde dafür sorgen, dass man dich wegsperrt, für alle Ewigkeit, bis du in einem dreckigen Loch elendig krepierst. Das Wohl von vielen, es wiegt schwerer als das Wohl von wenigen. Oder eines Einzelnen. Sie sind sich absolut sicher, dass Camilla die Ursache für all diese Tode ist? Opfer, Verführerin, Henker und Totengräber. Sie glauben, dass Sie nur deswegen hier sind? Wenn sie es so wollte? Ist es vertretbar, ein Leben zu opfern, um unendlich viele andere Leben zu beschützen? Ja, das ist es. Ihr Opfer wird nicht umsonst gewesen sein.
Ich will nicht mehr so sein wie sie. Schwach, krank, so zerbrechlich. Und stimmst der Vereinigung mit mir freiwillig und von ganzem Herzen zu? Ich will sein, was du bist. Sehen, was du siehst. Lieben, was du liebst. Um bei mir zu sein, für immer, musst du dein lebendiges Leben aufgeben und in meinem wiedergeboren werden. Du bist meine große Liebe und mein Leben. Dann werde ich dir ewiges Leben schenken. Eine Entscheidung getroffen. Ich hatte gehofft, dass selbst deine Unnatur göttlichen Gesetzen zu folgen hat. Und der Dämon in dir wird mit dir vergehen, gebannt durch das Blut einer Unschuldigen. Sing, wenn ich tot bin, Liebste, kein Trauerlied für mich. Pflanz keine Rosen auf meinem Grab und auch Zypressen nicht. Nur grünes Gras ist Erde. Bei Tau und Regen dicht. Vielleicht willst du gedenken, vielleicht vergisst du mich. Ich seh nicht mehr den Schatten, ich spür den Regen. Nicht das Klagelied der Nachtigall erklingt nicht mehr für mich. Beim Träumen tief im Dämmern, gleich fern von Nacht und Licht, kann ich vielleicht gedenken, vielleicht vergesse ich
It's not.